Uns geht es ja auch nicht darum, die Leute irgendwo auf die Berge raufzuschicken, sondern wir wollen es letztendlich zu wirklichen Freunden der Berge machen, die Motivation mitbringen und die auch viel Respekt und Wertschätzung den Bergen gegenüber mitbringen. Also ich bin Klaus Haselböck und Teil der Bergwelten-Chefredaktion. Eine sehr zentrale Figur ist der Jürgen Rhein-Müller, der ist Bergführer aus dem Gesäuse und gleichzeitig stellvertretender Ausbildungsleiter der österreichischen Bergführer. Nicht nur einer, der Menschen auf den Berg sicher rauf und wieder runterbringt, sondern der eigentlich andere Bergführer schult. Wir haben uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, welche Experten können zu den einzelnen Themen ihre Expertise abgeben. Der Grundgedanke war natürlich, wir wollen die Experten in ihrem Bereich finden und wir wirklich ein sehr profundes Wissen da weitergeben können. Und wir haben eben versucht, diese ganzen Module so breit wie möglich aufzustellen, dass wirklich der gesamte Hochtourenbereich abgedeckt wird. Grundsätzlich ist es sicher so, dass das Themenfeld für den Anfänger geschaffen ist. Das heißt, wir versuchen bei der Basis zu beginnen, aber letztendlich auch die Fortgeschrittenen ins Boot zu holen, mit immer wieder guten Tipps für Fortgeschrittene. Aber an sich ist es von der Grundidee her so, dass wir die Basis abdecken und damit den Anfänger ansprechen wollen. Ich denke, die wichtigste Botschaft ist, dass man wirklich sehr gut vorbereitet sein muss für dieses Hochgebirge, für Hochtouren und auch eine entsprechende Nachbereitung hat. Also, dass es in Summe ein abgerundetes Erlebnis ist, das auch wirklich nachhaltig ist und Spaß bereitet.